Hallo? Alter, geil! Ey, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben einfach hier gerade einen Anwalt an der Seite. Wir haben einen Anwalt! TikTok React mit Julian Bam, meine Damen und Herren. Auf geht's. Okay, TikTok Mickmock. Tiki Toki Miki Moggi. Ich so, hab Bock ready auf TikTok. Und rasiert auf Girls Jagd und Let's Boys go. Jagd für dich. Auf geht's, Digga. Auf geht's. Boys, Girls, alles. Ich bin heute offen. Rein in die Olga. Du bist heute richtig horny. Okay, Digga. Perfekt. Horny Rewe heute am Start. Wir haben irgendwie den gleichen Frauentyp, ne? Haben wir denselben Frauentyp? Ja, schon. Also stehst du auch ähnlich. Auf wilde Verrückte. Männer? Auf wilde, geile Männer stehe ich nur. Nein, nein, nein. Guckst du auch so? Digga, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, war, hat die mir geschrieben, im Café Buhr hat sie gesagt, haben wir uns gesehen, ich habe mich in dich verliebt, weil du mich komisch angeschaut hast. Kann mich nicht erinnern, dass ich dich komisch angeschaut habe, to be honest, ne? Kann ich mich nicht dran erinnern. War die Leng Lui? War die Leng Lui? Was heißt das? Das ist kantonesisch und heißt hübsche Frau. Ja, ja. Das. Das kann ich, ja, das muss ich immer mit Jazz machen. Hey, das muss ich auch mit Jazz machen. Das muss ich, oh, ist so schrecklich, ne? Das ist so schrecklich, Alter, so Pisse, Alter. Hier steht auch Pisse Squats. Digga, so ein Müll, aber der kann man schreiben. Jesus Maria, Mutter Gottes im Himmel. Müssen Revi und ich auch immer bei Jazz machen? Lass mal zusammen machen. Trainieren! Trainieren. Ja, Mann, so funktioniert das. Das ist der Flirtspruch 2020, lass zusammen trainieren. Wir klären uns einfach beide. Digga, die trainiert uns kaputt. Die trainiert uns kaputt. Montag du, Dienstag ich, Mittwoch du, Donnerstag nein, ich. Nein, immer zu dritt. Absolutely no one, my dad doing virtual reality. Oh! Holy sh**. Oh, Digga, Quatsch. Nein. Oh, nein, das ist Quatsch. Das ist eine Lüge. Oh, dieses Bild kannst du finden und dann halt quasi spielen auf dem Bildschirm. Und dann kannst du Leute damit pranken. Genau dieses Bild, das kenne ich. Habe ich tausendmal gesehen, Alter. Aber guck mal, du siehst, dass der Fernseher wirklich broken ist. Man sieht, dass da irgendwas flimmert. Weißt du, was ich meine? Siehst du das? Oh, okay, stimmt. Der ist eigentlich der ist halt wirklich broke, glaube ich, okay, ne? Okay, der ist wirklich broke, der ist wirklich broke. 2,6 Millionen, hat sich aber gelohnt. Der Dad wollte in-game von einem Haus springen. Hast du das gesehen? Ja. Bah, Digga. Bah, imagine, du bestellst einen Salat und der bewegt sich. Die ist hübsch. Oh, Digga, schreib. Ach, Digga, auch noch am Ende. Digga, rein da, rein! Schreib einfach nur rein, wir wollen rein. Schreib, lass uns rein. Doch, lass uns rein. Lass uns rein. Sicher, ja. Bist du sicher? Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Leute, Chat, was denkt ihr? Das klappt. Okay, perfekt. Und ja, geht weiter. Ist die Ü18? 809.000 Likes. Die. Sieht aus nee, ne? Wie. Nee, 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 nee. Sieht nee, aus die, wie Billie nee. Eilish. Krass. Boah, schnell vor, jetzt kommt gleich ein Gesicht von dir. Keine Ahnung, Alter, weiß ich auch nicht warum. Picture is missing. Events. Yes! Yes, Daddy, yes, die ist so, 14, ja! Yes. Nein, die ist 9. Oh. Digga, was ist denn heute los, Ju? Nur Frauen! Ist das deine Überraschung für mich gewesen? Das war meine Überraschung. Ich habe nur noch Frauen geliked über die ganze Geil. Woche. Geil! Hier ist Köln. Nicht. Das ist New York. Steht auch da unten einfach. Hört auf zu schreiben, Chat, dass die 11 ist. Die ist nicht 11. Diese Frau die ist nicht 11. Die ist 26. Ja. Und Digga, ich wollte gerade schon so. Oh, Digga, die. Nee, so- Alter, wer smoked? Pfui. Ich kann mich damit vollkotzen, ist mir egal, Alter. Oh nein, oh. Oh mein Gott. Oh ja, geil, das ist geil. Somebody! Hä, was passiert hier? No! Ah, das war's. Erstmal Hashtag Stepbrother. Jürgen, willst du auch Butterbrot? Ich hab zu Hause gemacht, bevor wir los sind. Ja, gerne. Ich hoffe, da ist nicht so viel Butter drauf. Oh, Jürgen, was für Butter? Das ist nur Wurst und... Oh, Digga! Alter, dieser andere Ekel-Snack, Digga! Digga. Wie ekelhaft, Junge, wie ekelhaft! Boah, willst du da reinbeißen? Ich bin Vegetarier und ich würde das ich komplett in meinen... Ich bin auch Vegetarier. Nee, ich bin... Ist egal, mach einfach weiter. Sag, vergiss, was ja, ich gerade gesagt habe. Lul. Zu dieser Frage... Nein, sie ist nicht lesbisch, sie ist bisexuell. Für die, die es nicht wissen, sie steht auf Jungs und auf Mädchen.
Yes. Was ist seine Mission? Zwei Cringe-Gestalten. Okay. Hat geklappt. Oh oh, oh oh, oh oh. Ju? Was denn? Ja? Ich hab das auch so. Das ist eine Linie bei mir. Hast du das auch? Ich guck mal. Ich hab das auch, ja. Also bist du auch schwul? Ja. Lass uns jetzt nur noch Jungs suchen, let's go. Ich wollte keine Überraschung, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet für dich, ne? Echt jetzt? Okay, was denn? Wo wir hier gerade bei Vapen sind. Ja. Du vapest doch gerne, ne? Nee. Kommt jetzt ein Placement? Ach, du vapest doch nicht gerne, oder was? Nee. Ach. Bin Asthmatiker bin ich halt. Echt jetzt? Weil ich hab Vape-Placement vorbereitet für dich. Ich will das nicht, danke. Also Überraschungsplacement, stell dir mal vor. Du machst jetzt so in meinem Stream einfach Werbung. Nein. Okay. Ich habe wirklich eine Überraschung für dich vorbereitet. Ach nein. Weil du so oft darüber geredet hast. Hallo? Alter, geil! Herr Anwalt! So, mal gucken. Ja, geil, Alter! Herr Anwalt ist am Start, Freunde! Der Anwalt! Als ob! Ich muss mal rein gucken, ja, komm hin, ey! Was? LOL! Ey, Moment, ich bin ein richtig großer Fan! Ja, hab ich schon gehört. Ich träum von aha, dir. Der machst du jetzt mit? Ja, ich denk schon, mal gucken. Ja, wie Herr geil! Macht jetzt mal Stroppo denn Freunde? Stroppo, ja! Stroppo, Digga! Wir haben letztens sehr, sehr viel über dich gesprochen, beziehungsweise Revi hat das halt permanent so ne, weitergeführt. Herr Anwalt, einer der größten TikToker. Ich habe null Likes auf den Videos. Hä? Ich bin komisch. Mega unbeliebt. Herr Anwalt, man kennt dich durch eine Minute Jura. Und ja. Da sagst du zum Beispiel, darf ich mit meiner Schwester schlafen? Genau. Also ich mache im Grunde alles nur, was die Leute mich fragen. Und ja, klar, das sind so die Fragen, die... Darf ich denn mit der Schwester von Ju schlafen? Ja. Ja! Verdammt! Geil! Ja, ich hab's gewusst! Ja! Darf ich mit Revis Hund Gassi gehen? Nein, egal Gassi was noch kommt, nein. Nein. Ja, das ja. Gut, wenn du jetzt meinen Hund tötet, ist es nur Sachbeschädigung, ne? Das stimmt, aber ist auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. So nicht, Ju! Wenn ich dem Revi aufs Maul hauen würde, wäre das pro Klima. Schutz. Was? Das wäre ein Klimaschutz, aber auf jeden Fall eine Körperverletzung leider. Ja, so ist es. Ich habe noch eine Frage, Herr Anwalt. Gerne. Gab es schon mal den Moment, dass du eigentlich vor Gericht sein musst, aber lieber TikToks gemacht hast? Gab es nicht. Ich habe auch schon mitbekommen, Renegade habe ich auch noch nicht getanzt im Gericht, aber wäre auf jeden Fall mal fällig. Ja, ich fände das ja so cool, wenn du einfach einen Fortnite-Loser-Dance kickst, wenn du gewonnen hast an den anderen. Geil. Diesen L-Dance. Ja. Oh mein Gott, den Loser-Dance. Wenn ich jetzt Julia Beautix anzeigen wollen würde, würdest du mich trotzdem vor Gericht vertreten? Ich glaube, dann hätte ich eine Interessenkollision. Weil du die kennst? Weil sie mich wahrscheinlich auch beauftragen würde. Direkt eine Interessenkollision. Dann hole ich Solmec und dann machen wir Anwaltsbattle. Das wäre mal eine geile Nummer, ey. Alter! Oha! Das ist nice! Aber. Wisst ihr, er freut sich so, wie als hätte er es 50 Mal gemacht. Ja. Und die Dinger lagen auch 49 Mal auf dem Boden. Ja. Just saying. Nice, aber beim 50. Versuch. Jetzt antwortet der Kumpfstraße, ich hau dich. Keine Ahnung. Dann hast du Herr Anwalt zu deiner Seite. Da, genau. Alter, ey, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben einfach hier gerade einen Anwalt an der Seite. Wir haben einen Anwalt. Wir gucken mal bei Stroppo rein. Ja, unbedingt. Da ist er. Boah, der geht richtig viral mittlerweile, ne? Ja. Unglaublich. Okay, liebe Freunde, bereitet euch vor auf einen ganz, ganz anderen Content, ja? Hallo, heute gibt's neue Tiere. Ein Fledermäusle macht ein Hüpferlele. Boing. Kannst du klappen? Ein Babymuschele. Oh, süß. Ein Igelbaby. Okay, ist das noch legal? Ist das legal auf TikTok? Das ist legal, das ist sehr, sehr gut. Einfach, einfach guter Content, ja. Okay.
Roboter. Tiere 4.0, okay. Das ist ein Format, was er gegründet hat. Sehr, sehr gut, sehr einfallsreich und sehr genius auf jeden Fall. Tiere. Ein Fuchs. Wie macht Fuchs? Oh, ein kleines Spinnenmännle. Hallo, komm, komm her. Hallo. Wollt ihr ein Helfer-Lied über, wird verrückt, wenn man so mit ihm abhängt. Tiere mit einem I. Papa. Clemens. Ist das Strobo? Der sagt immer Huren am Ende vom Video. Mal gucken, ob er es jetzt auch macht. So, was hättest du? Ja, gar nichts. Was los? Wir haben da so einen Neuen in der Klasse. Was hab ich damit am Hut? Ja, der ist so ein bisschen komisch. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Ein bisschen komisch. Ist das komisch. Der Typ hinter dir? Was? Hallo? Ja, das ist der. Wie heißt denn der? Strobo. Hallo, Strobo, na? Wie ist die Lage? Mir geht's toll. Lololololol. Der stottert oder so. Was? Das ist Parkinson. Hey, ja. Papa! Ich hab in die Schwamme ein Furz von dir reingemacht. Ich muss raus. Ah, oh, ja, kein Huren, kein ist Huren. Ist das seltsam, ey. Oh, hallo, kleine Bambi. Das geh ich schon. Hallo, darf ich dich streicheln, ne? Okay, so schön war es nicht. Oh, schöne Haare. Tschüss. Oh, hallo. Stefan, dein Sohn ist so einfach. Nachdem Indien schon alles komplett gesperrt hat, denken jetzt Amerika und Australien auch über eine Vollsperrung der App nach. Das Ganze schwappt jetzt auch langsam rüber in die EU. Also, wenn euch diese Videos hier interessieren, und ich glaube nicht, dass ich das sagen muss, denn ich mag diese Plattform. Sie hat mir euch geschenkt, ja. Und ich bleib noch so lange, wie ich kann, aber Stropo. Wenn ihr Interesse an meinen Videos habt, an meinem Kanal habt, dann sucht mich doch bitte mal bei YouTube. Genau wie hier oder bei Instagram, da ist ich genauso wie hier. Im schlimmsten Fall. Ey, das ist aber jetzt doof. Ich habe heute ein Video aufgenommen, wo ich endlich angekündigt habe, dass ich mir einen TikTok-Account mache. Nein. Doch. Aber wenn jetzt ja TikTok demnächst down ist, Alter. Nein. USA spricht nur drüber und in Deutschland ist das gar keine Diskussion momentan. Jungs sagen, dass wir Mädchen uns nur schminken, um denen zu gefallen. Aber ganz ehrlich, die reden Lauri, darüber, dass sie jeden Morgen 3 Stunden im Spiegel stehen und sich die Haare hochföhnen, sodass sie dann am Ende aussehen wie so eine billige Abklatschversion von Edward Cullen. Wer hat zurückgegelte Haare nach oben gestylt? Der ist sehr groß. No, she's 9. Das ist ja klein. Okay, Tim, ich glaube, da musst du was sagen. Kann man eine 9-Jährige daten? Nein, also kann man nicht. Nein. Auf Wiedersehen, mach gut, Leute. War schön mit euch. Ich habe noch einen Special Guest, Yo Olli, der kommt jetzt auch in Discord. Nein. Oh, Digga, nein! Alter, nein! Schwede! Maschallah, du betäubst einfach meine Sinne. Hoffentlich schreiben wir gleich einen Überraschungstest. Piep. Ey, ganz ehrlich, Rebi, das ist doch kompletter YouTube-Content, oder? Das ist einfach nur Scheiße, Mann. Das ist Star, der Anwalt, oder? Können wir diesen Mann verklagen? Ich hab tatsächlich gerade ein ähnliches Problem, aber nein, kannst du nicht. Ideenklau ist so schwierig verfolgbar. Rebi von Rebi kommt. Happy Birthday. How much? Boah, relatable, Alter. Meine Mutter und ich. 100. Aua, so, Mann. It's okay, Dad. I got it because I love you. You love me. You're the gay lover. Okay, das ist nicht meine Mama. Was soll, Alter? Nee, nicht ganz. Ich muss leider schon das Stream verlassen, obwohl es so viel Spaß gerade macht. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Gut, ne? Das war ein ganz anderes Level an, an TikTok-Reaction. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, Mann. Wie überrascht warst du? Sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, tatsächlich. Ich werde nochmal Stroppo schreiben, dann kommt er demnächst in den Stream. Boah, geil! Ja! Geil!